Guten Morgen, es ist mittlerweile 6.30 Uhr, ich bin seit 6 Uhr munter, mache jetzt meine Morgenroutine und dachte mir, ich starte einen neuen Monday-Vlog. Nehme euch mal so einen typischen Arbeitstag mit. Und ja, ich werde jetzt meine Morgenroutine machen, dann mache ich mich ready und dann geht's ins Office. Und ich nehme euch mit. Guten Morgen nochmal von mir und jetzt eröffne ich auch diesen Vlog officially. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Vlog von mir. Es ist Montag und ich dachte mir, dass ich euch mal an einem typischen Wochentag einfach mitnehme. Und ja, ich werde jetzt eben dann ins Office gehen, arbeiten, habe dann noch ein Meeting, muss heute noch einen Großeinkauf machen, weil unser Kühlschrank ist komplett leer, also wir haben echt fast nichts mehr zu Hause. Und deswegen muss ich mir jetzt dann auch gleich ein Frühstück holen. Da dachte ich mir, nehme ich euch auch gleich mit, weil ich denke, es geht vielen von euch vielleicht auch so, dass ihr, wenn ihr unterwegs seid oder euch nichts gemeal-prepped habt, dass man dann nicht so recht weiß, was soll ich mir holen, was ist gesund, was hat die richtigen Nährwerte. Und da dachte ich mir, helfe ich euch ein bisschen auf die Sprünge. Und ja, nehme euch einfach mal wieder heute mit. Und vlogge ein bisschen mit, dachte ich mir. Mach das super spontan, ungeplant, deswegen verzeiht es mir, wenn das vielleicht ein bisschen ein Durcheinander ist. Und ja, ich mache mir jetzt den Chai to go. Alle, die mich kennen, wissen, ich darf kein Koffein trinken, beziehungsweise kann kein Koffein trinken, kein Kaffee, keine Energy Drinks und so weiter, weil ich immer super Herzrasen kriege, beziehungsweise ja, eine Koffeinunverträglichkeit habe und da super nervös werde und da schon ein schlimmes Erlebnis gemacht habe. Deswegen habe ich mir, bin so ein bisschen auf Tee, aber Tee ist manchmal auch einfach fad, deswegen habe ich auch mal ab und zu Chai zu Hause, beziehungsweise ich habe ihn immer zu Hause und mache ihn mir dann mit Hafermilch und etwas heißem Wasser und das ist so ein Pulver, das man einfach auflöst. Das ist aber fast leer, muss ich nachkaufen. Ja, das ist für mich jetzt so der Ersatz und der ist entkoffiniert, denn Chai und manche Teesorten haben auch Koffein, das ist ein Struggle, aber ja. Wenn man da mal reingefunden hat, weiß man, was man trinken oder essen darf. Genau. So. Ich mache mir jetzt meinen Chai und dann geht's los. Nein, dann muss ich noch meine Sachen packen und dann geht's los ins Office. Im Hintergrund läuft die Waschmaschine. Geschirrspülmaschine, also nicht wundern. Aber ich finde, das hat immer so ein entspanntes Rauschen. Kennt ihr das? Also ich finde, das ist irgendwie ein, wie so ein Regentag. Keine Ahnung, klingt random, aber wollte ich mit euch teilen. So. Mein To-Go-Becher. Ihr seht, das ist wirklich fast leer. Geht sich vielleicht jetzt noch ein Chai aus. Gerade so. Ich verlinke euch das Pulver mal unten in der Infobox, falls ihr das irgendwie nachmachen wollt. Ja, gerade so gehen sich drei Teelöffel aus. Wurscht, kann ich gleich das Ganze reingeben. So. Heißes Wasser. Ich habe jetzt keine Zeit, manchmal schäume ich mir die Milch auch noch auf, aber jetzt wird die Milch einfach direkt reingegeben. Schmeckt auch gut. Geil. Und noch kurzer Outfit-Check. Also der Coffee-Becher vielleicht zuerst. Der ist von Leo Lely. Mein Schmuck, meine Ketten sind von Bruna The Label. Der Pullover ist von Zara. Boah, und die Jeans, die habe ich sicher schon 5 Jahre. Das ist so eine Basic Mom Jeans. Ich glaube, dass die von H&M ist. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, die ist echt schon alt. Und Tasche ist von Louis. Ja, Ohrringe auch von Bruna.
Da kommen jetzt noch Sneaker dazu, Jacke und dann los geht's. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin Morgenmensch. Ich verstehe jeden, der irgendwie in der Früh, oh, es ist so schön sonnig, der irgendwie ja, schlecht drauf ist in der Früh. Aber, Moment kurz, es kommt jetzt wer. Aber so viele Menschen haben so eine schlechte Grundstimmung. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Also ich finde, man merkt es vor allem in den Straßenbahnen oder in den U-Bahnen, wenn man die Leute irgendwie mal beobachtet. Jeder mit so einer Miene, als wäre das Leben, weiß ich nicht, extrem schlimm. Oder auch gerade wieder, ich hatte grün, bin über die Ampel, über den Zebrastreifen. Genau, das ist sogar noch ein Zebrastreifen. Und der Mann in dem Auto war so hektisch und hat sich aufgeregt, warum er da jetzt stehen bleiben muss. Wenn ich mir nur so denke, ja, um was geht's denn jetzt? Aber egal. Und wenn ich merke, dass irgendwelche Personen mir gegenüber schlecht drauf sind oder ich das dann irgendwie abkriege, versuche ich extra nett noch zu sein. Weil ich mir denke, ihr tut's mir leid und sagt viel mehr über euch aus als über mich. Und ja, hab dann irgendwie Mitleid mit den Menschen und denk mir, ich wünsche einen schönen Tag, ich bin super nett und hoffe, dir geht's bald besser. Nein, keine Ahnung. Aber wisst ihr, wie ich meine? Habt ihr das vielleicht auch schon mal beobachtet oder geht's euch auch manchmal so? Ich weiß nicht, es herrscht irgendwie so eine Grundunzufriedenheit manchmal bei manchen Menschen. Aber es gibt natürlich auch die andere Sorte, die irgendwie strahlend durchs Leben läuft und ja, aber irgendwie gibt es die Menschen, finde ich, viel zu selten. Aber ja, das wollte ich irgendwie nur noch kurz loswerden. So, ich husche jetzt noch kurz zum Billa rein und hole mir mein Frühstück. Und dann geht's ins Office. So, also ich habe mir jetzt einfach einen Wecker belegen lassen mit Käse, also einen Kornspitz. Fürs Protein noch einen High-Protein-Joghurt. Und ja, ich versuche halt einfach, wenn ich mir daheim nichts machen kann, dass ich trotzdem irgendwie nichts zu sehr verarbeitetes esse, beziehungsweise immer eine Proteinquelle dabei habe. Und ich habe euch ein paar Sachen eingeblendet, also es könnt auch einen Riegel essen oder einen Proteinshake oder wenn ihr darauf achtet, keine Ahnung. Und sonst esst einfach, wonach euch ist, genau. Aber was auch immer mitkommen muss bei uns im Office, ist die Lind Zartbitterschokolade mit Orange. Die isst jeder gern, deswegen nehme ich die jetzt auch noch mit. Nervennahrung braucht jeder. Und dann gibt es wieder so liebe Leute wie heute die Dame an der Kasse. Die habe ich jetzt schon öfter in dem Villa gesehen, die das einfach so mit Freude macht. Also ja, es gibt eh die und die. Ich weiß nicht, ob es das Fashy Office ist, aber hier riecht es immer so gut nach Wäsche. Oder nach frisch. Ich weiß nicht, was hier noch in dem Gebäude ist. Hallo Fini, da wird man gleich lieb begrüßen. Ja. Die lagen hinter der Stange nicht weg. Aha. Ich habe mir eine Bowl bestellt. Lecker! Gibt es Mittagessen mit dem Fashi? Um 12. Und pünktlich um 12? Was gibt es bei dir? Udon-Nudelsuppe. Geil. Die geilste. Und wo gibt es die? Bei Yummy und Wok. Ja, oder? Er ist einfach so ein Mann. Gefällt's ihm? Er
schau an, ja, er liebt. So, Office-Vormittag ist erledigt. Ich treffe mich jetzt mit der lieben Anna auf ein Coffee-Date, beziehungsweise wir haben auch vor, Content zu machen. Und ja, wir werden ein bisschen brainstormen. Und dann geht's einkaufen, dann nach Hause, ein bisschen was von zu Hause arbeiten. Und dann Abendessen kochen für die Boys, weil dann kommt mein Freund nach Hause und sein Bruder. Und wie ihr hört, es ist ziemlich windig wieder in Wien. Halleluja! Okay, also das Leben will mir heute doch zeigen, dass es viele freundliche und gut aufgelegte Personen bzw. Menschen gibt. Gerade so ein OP an mir vorbeigefahren mit dem Fahrrad und hat lauthals gesungen. La 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 la. Also ja, cute. Fand ich süß. So, Coffee und Content Date mit der Anna war mega schön. Wir haben uns so gut unterhalten. Wir sind irgendwie bei so vielen Dingen auf einer Wellenlänge. Und ja, eben auch jetzt im gleichen Bereich tätig. Und Anna konnte mir extrem viel Tipps geben, weil sie da schon viel weiter ist als ich. Thema Mentaltraining und so, Mentoring-Programm und so weiter und so fort. Und wir wollen da jetzt auch ein bisschen mehr Content gemeinsam für euch kreieren auf Instagram. Und ja, da ein bisschen Mehrwert liefern. Und ja, jetzt spaziere ich nach Hause und ich habe mir jetzt doch überlegt, meine Tasche daheim zu lassen, weil ich habe jetzt den Laptop und alles mit und es ist doch irgendwie ganz schön schwer und die Kopfhörer und keine Ahnung, Kopfhörer-Case, also die großen AirPods Max. Und ja, irgendwie ist das jetzt gerade umständlich, deswegen jetzt nochmal nach Hause abladen. Dann habe ich also freie Hände und nehme nur eine kleine Tasche mit, weil ich ja euch ja dann mit der Kamera mitnehme. Und da will ich jetzt nicht so nach Hause schleppen müssen. Deswegen spaziere ich jetzt noch mal kurz nach Hause und nehme euch dann nochmal beim Wocheneinkauf mit. So, jetzt habe ich mich gerade noch mit meiner Mama verratscht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man kommt dann von einem ins nächste und ja, sicher dreiviertel Stunde telefoniert jetzt oder halbe Stunde. Aber geht sich jetzt eh noch alles aus. Ich packe jetzt alles da rein. Das Handgepäck. Und nehme euch jetzt zu meinem Basic-Einkauf mit. Ich werde euch noch eine Liste unten in die Infobox packen. Oder vielleicht auch so eine Art PDF, das ihr euch downloaden könnt. Wäre ja auch schön. Ja, und ansonsten nehme ich euch so gut es geht jetzt beim Einkaufen mit und dann, wenn ich es auspacke. Und ja. Wisst ihr, was mich happy macht? Es ist jetzt 17.17 Uhr. Na, man sieht es nicht gescheit. Und es ist noch hell. Leute, es ist noch hell. Ich bin ein absoluter Sommermensch, beziehungsweise Frühling liebe ich auch. Was macht mich gerade so happy? Auf jeden Fall mal Obst und Gemüse ausbeute. Wir haben auch noch ein bisschen was zu Hause im Kühlschrank, beziehungsweise tiefgefroren. Wir haben auch immer Tiefkühlgemüse und Tiefkühlobst und deswegen, ja, das aber als frische Basics. So, dann ich liebe Reiswaffeln mit Schoko. Die müssen bei mir immer da rein sein. Am besten die mit Zartbitter. Und für meinen Freund brauche ich aktuell Riegel, weil der ist in der Masse und bei dem muss es irgendwie schnell einfach in der Früh runtergehen, damit er die Kalorien sammelt. Und ja, sucht er jetzt mal welche aus. So, Haferflocken haben wir noch genug zu Hause, genauso wie Granola, Müsli, die liebe ich auch. Dinkelpops sind nur gepuffter Dinkel und Honig, falls ihr die nicht kennt. Und was wir immer daheim haben, Protein Toast. Da kann man sein Frühstück easy mit Protein pimpen, obwohl man eigentlich nur Toastbrot isst. Ja, auch ein heißer Tipp von uns. So, und auch Guilty Pleasure ist bei mir Eis. Und ja, ihr seht, ich zeige euch jetzt auch die ungesunden Sachen, denn ich sage immer, es ist eine Balance.
kommt, dann darf sie auch mal was gönnen. Also kommt bei uns auch immer Eis mit, beziehungsweise Süßigkeiten. Seid ihr Team Penne oder Team Fusilli? Also bei mir müssen Nudeln immer fancy sein. Wir sind Penne fast zu langweilig. Dann Krautfleckerl, also das heißt Dinkelfleckerl, damit man die mit Kraut machen kann. Es ist ein typisches österreichisches Essen. Tomatensoße auch immer bei uns auf Vorrat daheim. Wenn wir mega zu Hause zu haben sind, tiefgefrorene Himbeeren, vor allem im Winter, habe ich auch immer daheim. Entweder für Porridge oder ja, mache sie mir heiß für heiße Himbeeren als Topping. Ja, einfach kann man vielseitig verwenden. Hier auch immer Mais, Kidneybohnen, Kichererbsen haben wir immer daheim oder Linsen, weil Hülsenfrüchte auch extrem viel Protein haben. Also falls ihr euch vegetarisch bzw. vegan ernährt, am besten sind glaube ich noch die Kidneybohnen, Kichererbsen. Mais hat jetzt nicht so viel, aber Sojabohnen zum Beispiel haben auch richtig viel Protein und Linsen auch, also richtig gute Proteinquelle. So, jetzt marschiere ich heim mit meinen zwei vollen Jutebeuteln. Mich hat sogar voll der süße Opi bei der Kasse bzw. An dem Kasseband angesprochen, ob ich das eh schaffe, alles zu tragen. Urlieb, so voll süß unterhalten. Und ja, Gott sei Dank mache ich Krafttraining. So, wieder zu Hause. Mich schon ein bisschen abgeschleppt. Ich konnte dann leider im Supermarkt nichts mehr mitfilmen. Es war so voll. Wahrscheinlich auch, weil es einfach Primetime war. Montag 18 Uhr. Jeder geht einkaufen, weil man nichts mehr hat. Ja, aber egal. Die Sachen, die ich euch jetzt vorhin nicht ausführlich zeigen konnte, weil ich würde euch ja auch damit irgendwie eine Inspiration geben, was ich mit den Sachen koche, beziehungsweise wofür ich sie nutze. Deswegen, ja, kommt jetzt das mal in den Tiefkühler, was schmelzen kann. Also auf jeden Fall mal Eis und die Himbeeren. Und dann kann ich euch in Ruhe die anderen Sachen schön platzieren und in Ruhe kurz da drüber filmen und euch dazu was sagen. So, ich habe jetzt mal versucht, das so ein bisschen aufzuteilen in Proteine, Süßigkeiten hier hinten, Kohlenhydrate, Obst und Gemüse. Genau. Also das ist so ein typischer Wocheneinkauf, beziehungsweise hält manchmal auch noch ein bisschen länger. Frisches Gemüse müssen wir öfter nachkaufen, aber zum Beispiel jetzt so, ja, drei Packungen Nudeln essen wir jetzt nicht so schnell, aber ich kaufe dann oft gerne auch auf Vorrat. Und ja, fangen wir mal mit den Proteinen an. Für Fleisch ist mein Freund zuständig. Der schaut auch einfach immer, dass wir da, wenn wir Fleisch essen, das Bio-Rindfleisch ist, wirklich mit guter Qualität. Und ja, den Part übernimmt er. Das heißt, ich mache immer den vegetarischen Einkauf. Und an Proteinquellen haben wir immer den griechischen Joghurt, weil griechisches Joghurt hat viel mehr Eiweiß als normales. Ist viel cremiger, schmeckt richtig gut und vom Hofer gibt es eben den mit 2% Fett, gibt es auch einen mit 10% Fett und wir haben halt immer dann gleich so einen großen Eimer, weil ja, wir immer sehr oft den brauchen und zum Beispiel Frühstück, in meine Frühstücks-Joghurt-Bowl kommt der immer gemischt, vielleicht manchmal noch mit Magerquark und Whey. Top-Produkt. Fühle mich gerade wie in so einer Werbesendung. Ist übrigens alles selbst gekauft. Nur das am Rande. Eier, immer Bio-Eier. Haben wir auch immer zu Hause. Dann, ja, eigentlich ist das ein Snack bzw. eine Süßigkeit oder so behandeln wir es. Aber ein Becher hat 20 Gramm Protein. Und ich glaube auf den ganzen Becher 160 Kalorien. Das heißt, ja, es ist ein super Snack. Für zwischendurch dann Leitmozzarella, egal ob irgendwie in den Salat, Tomate, Mozzarella oder wir geben das auch oft über einen Nudelauflauf zum Beispiel, dass der dann schmilzt und so weiter. Also ja, Mozzarella immer daheim. Cottage Cheese, super Proteinquelle auch. 13 Gramm auf 100 Gramm, ja, also kann man entweder einfach so dazu essen, auf ein Brot oder Weckerl schmieren. Man kann auch Rezepte damit machen, hat mir heute die Anna im Office erzählt, muss ich auch mal demnächst ausprobieren. Dann Vollmilch trinkt mein Freund immer für seinen Cappuccino. Proteinjoghurt habe ich heute entdeckt, auch pro Becher 20 Gramm, richtig gute Nährwerte. Dann Magerquark und
Speisetopfen mit 20% haben wir auch immer daheim. Ich mache damit immer Cheesecake oder wie gesagt einfach als Frühstück in die Joghurt-Bowl. Dann die habe ich heute mitgenommen, wenn es mal schnell gehen muss und man in der Früh einfach to go Protein-Drink. Dann natürlich ganz viele Riegel für meinen Freund. Für in der Früh, wenn er bevor der Klasse irgendwie als ja Coach keine Zeit hat, irgendwas zu essen, dann nehme ich dann ein paar Riegel einfach. Ja, Tofu, absolut beste Proteinquelle. 13 Gramm auf 100 Gramm und man isst da ja auch schon so einen halben Block. Also ja, könnt ihr euch ausrechnen. Ist auf jeden Fall sehr gut. Ich habe da ein spezielles Rezept, kann ich euch unten in der Infobox verlinken, dass man den so richtig schön crunchy im Ofen macht und ist auch wirklich richtig easy. Und mein Freund isst sogar sehr gerne Tofu seitdem und früher hat er das gehasst. Das heißt, ja, darf ich mich auch mal selber loben, spricht für mein Rezept. Nein, es ist wirklich gut. Halloumi liebe ich auch total, dieser quietschende Käse, falls ihr den nicht kennt, geben wir einfach auch total oft irgendwie zum Gemüse dazu oder halt oben drauf und braten den so richtig schön knusprig an. Genau, dann wie gesagt, das waren jetzt mal so die Proteine. Dann Kohlenhydrate haben wir immer daheim, natürlich Reis, Kartoffeln. Kartoffeln, finde ich, sind so underrated. Man kann so viele Sachen, also Kartoffeln auf verschiedenste Art und Weise, verarbeiten und ist eine richtig, richtig gute Proteinquelle. Dann, wie gesagt, Pasta gibt es bei uns auch immer. Heute das erste Mal habe ich auch Fleckerl mitgenommen, weil ich mal Krautfleckerl ausprobieren wollte. Dann auch Kraut. Ich liebe, liebe, liebe Kraut. Hat auch extrem viel Vitamin C und macht im Gemüse richtig schön viel Volumen, richtig schönen Geschmack. Das heißt, ja, Bestes. Paprika, Tomaten, Salat, Frühlingszwiebel, Zucchini, Gurke, Orange mag ich immer sehr gerne zum Snacken. Dann Tomatensauce, habe ich euch ja auch gesagt, haben wir immer zu Hause, weil wir unsere Soßen immer selber machen. Das heißt, wenn man einfach Gemüse anbrät, dann zum Beispiel noch, also Zwiebel, Gemüse, dann Eat Planted, dieser Fleischersatz, den wir immer haben, die Soße dazu, Nudeln rein oder Reis dazu. Perfektes Essen mit perfekten Nährwerten. Und ja, wichtig ist, dass ihr Soßen kauft, wo jetzt, ja gut, da habe ich jetzt nicht geschaut. Da ist zum Beispiel Zucker drinnen. Das ist natürlich jetzt nicht ideal, aber mein Gott, kann man auch mal machen. Aber am besten ist natürlich Tomatensauce, wo gar nichts enthalten ist und man das selber... Hoppla, kurzer Hustenanfall, wo man das selber dann natürlich irgendwie im Griff hat und regeln kann. Aber ja gut, wie viele sind da drinnen? Ich habe gar nicht geschaut. Davon Zucker. Oh, gar nicht so wenig. Ja, wieder ein Learning. Immer schauen, in solchen Soßen ist immer so viel Zucker versteckt. Ja, aber Zucker ist per se nicht schlecht. Sage ich aber nachher noch was dazu. Will ich dann nachher nochmal in Ruhe. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz den Einkauf. Banane, die sind noch ein bisschen grün, aber es war wie gesagt schon alles ausverkauft. Die müssen noch ein bisschen reifen. Schoko Fresh für meinen Freund, Kinderriegel für meinen Freund. Die für mich, aber ab und zu Naschi natürlich auch. Und ja, Kartoffeln natürlich immer zu Hause. Was habe ich noch immer zu Hause? Chiasamen, aber kann man auch Leinsamen, sind auch richtig gut und sehr ähnlich von den Nährwerten. Kakaonips mache ich mir immer gerne ins Müsli. Und ansonsten, ja, hier sind diese Dinkelpops, von denen ich euch noch im Supermarkt erzählt habe. Erinnere mich einfach an meine Kindheit und wenn man schnelle Carbs braucht, sind die perfekt. Dann haben wir aber auch immer noch ein Granola, das ist Maisstärke, das Kreatin von meinem Freund. Genau, Haferflocken auch immer zu Hause. Da hinten ist Mehl versteckt, wenn ich mal backe. Ja, und das sind auch nochmal so Cornflakes. Also ja, was könnte ich euch sonst noch zeigen? Das ist noch unsere Lade mit Nussmus, also ich habe immer Mandelmus und Erdnussmus, also Mandel, obwohl ich das Braune viel lieber mag, aber das ist jetzt schon mittlerweile aus. Und ja, und dann natürlich im Tiefkühler, da habe ich jetzt schon das Eis eingekühlt, das mag ich voll gerne, ist einfach ein kleines Magnum, not sponsored, und kann man da einfach mal so... Am Abend auf der Couch mag ich es voll gern. Und ja, Gemüse allerlei finde ich einfach immer top, wenn man Tiefkühlgemüse ohne irgendwelche Zusatzstoffe, also auch ohne Soße oder so, sondern wirklich nur das Gemüse gefroren. Müsst ihr auch schauen, dass da keine Soßen oder so quasi schon in dem Gemüse drin sind.
auch super schockgefroren. Das bedeutet, die Vitamine sind genauso, wenn nicht sogar noch besser, im Gemüse enthalten. Und da hinten sind dann auch noch Himbeeren. Und normalerweise haben wir immer Eat Planted noch. Haben wir jetzt nur mehr eins. Und da kommt jetzt dann demnächst noch die Lieferung. Und unsere Eiswürfellade. Wir müssen einfach überall immer Eiswürfel reingeben. Das ist so ein Tick von uns. Auch im Winter schmeckt einfach alles gleich viel besser. So, und bevor ich das jetzt noch einräume, möchte ich noch kurz ein paar Worte loswerden. Und zwar, weil Zucker ja so verteufelt wird. Ja, klar. Dieser raffinierte Zucker, von dem immer alle sprechen. Ich weiß nicht, wie ich mich hinstellen soll. Ist, wenn man zu viel davon isst, natürlich schlecht. Beziehungsweise bei uns mittlerweile in unserer Gesellschaft ist es so, dass dieser halt auch in die verarbeiteten Lebensmittel überall versteckt auch reingemischt wird. Aber wenn sich das in der Balance hält und ihr euch allgemein, also wir zum Beispiel, ernähren uns so, dass wir sehr viel mit unverarbeiteten Lebensmitteln kochen, bedeutet. In der Früh gibt es zum Beispiel ein selbstgemachtes Porridge, wo man dann als Zutaten nur hat Haferflocken. Also ich nehme keine Fertigmischung, sondern ich nehme Haferflocken, Hafermilch und mische dann da eben, weiß ich nicht, entweder noch Nüsse oder Chiasamen rein. Süßes entweder halt mit einem Schuss Honig oder süßes auch gar nicht, weil ich dann zum Beispiel die Banane habe, von der die Süße kommt, oder die frischen Früchte. Und genau, so könnt ihr euch vorstellen, das sind halt alles Zutaten, die nicht verarbeitet sind. Alles oder sehr viel kochen mit Zutaten, die keine Zutatenliste haben. Wisst ihr, wie ich meine? Also Obst, Gemüse, Kartoffeln, Reis. Das ist einfach, ja, die haben keine Zutatenliste, weil sie eben nur aus einer Zutat bestehen. Also unprocessed food, selbst frisch kochen, gute Proteinquellen, komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette. Und wenn ihr das macht, so dass es, damit ihr ja eine ausgewogene Ernährung habt und alle Vitamine und so weiter abgedeckt habt und eure Makros und Mikros füllt oder beziehungsweise abdeckt, spricht auch nichts dagegen, mal was Süßes sich zu gönnen oder mal Pizza oder mal, weiß ich nicht, essen zu gehen. Es ist immer die Balance. Und wenn ihr die Balance haltet dann, und gleichzeitig auch noch Sport macht, dann ja, funktioniert das auch. Also ich nasche auch dementsprechend häufig auch mal, weil wir das einfach so im Großen und Ganzen halt richtig machen. Viel Sport, allgemein gesunde Ernährung und dann spricht eben auch nichts gegen Schokolade und auch mal Kinderriegel oder Schokofresh oder was auch immer oder Eis. Was ich euch damit sagen will, versucht die Basics richtig zu machen und verbietet euch nichts und gönnt euch dann auch mal wieder was, weil ich nichts von Diäten halte, beziehungsweise für wen das funktioniert. Okay, ich spreche jetzt nur von mir und meinen Erfahrungen. Ich persönlich halte nichts von Diäten, sondern nur was von einer Ernährungsumstellung. Das ist ein Lifestyle, den man führt. Habe ich, glaube ich, eh schon mal in einem YouTube-Video gesagt. Für den man sich entscheidet, gesund zu kochen und auch so, dass es einem schmeckt. Und es ist eigentlich nicht so viel Hexerei. Und auch vielleicht noch kurz am Rande, nur weil ihr denkt, ihr esst jetzt Pasta, heißt es nicht, dass ihr das einlagert oder dann, ja oh Gott, ich muss jetzt dann die nächsten Tage weniger essen. Im Endeffekt ist es wurscht, wir sprechen jetzt nur vom Zu- oder Abnehmen, es ist wurscht, wie viel Energie von was ihr dem Körper gebt, es kommt immer auf die Bilanz an. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn der Körper zu wenig Energie, zu wenig Kalorien zu sich nimmt, nimmt er ab. Hat er einen Kalorienüberschuss, also zu viel Energie, nimmt er zu. Das ist die ganz einfache Rechnung. Und der Körper unterscheidet da, ich traue mich sagen, wirklich sehr wenig, von was das kommt. Also natürlich hat das allen nichts mit Gesundheit zu tun, sondern rein, ob man ab- oder zunimmt, hat mit der Kalorienbilanz am meisten zu tun, sagen wir es so. Natürlich spielt auch mit rein die Verdauung, ob man komplexe Kohlenhydrate nimmt, dann braucht die Verdauung auch länger und so weiter und so weiter. Das spielt schon noch einiges mit rein, aber im Großen und Ganzen die oberste Rechnung ist einfach. So, jetzt war der Akku leer.
verbrauche ich mehr Kalorien, als ich zu mir nehme. Das heißt auch am Tag, wie viel Sport mache ich, wie viele Steps mache ich, kann ich das nicht decken oder decke ich es bewusst nicht, weil ich abnehmen will, nehme ich ab, esse ich mehr, so wie mein Freund gerade zum Beispiel aktuell, weil er in die Masse gehen will und gleichzeitig trainiert, nehme ich an Muskeln zu oder wenn man eben nicht trainiert, nehme ich an Fett zu. Also ja, natürlich wird mein Freund jetzt auch minimal wahrscheinlich mehr Fett einlagern, aber dadurch, dass er sich da so gut auskennt und ja, das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, mehr Kalorien, man nimmt zu, weniger Kalorien, man nimmt ab. Und alles andere, was gesagt wird, wie um 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen, sonst wird man dick. Oder ja, man darf keine Süßigkeiten essen, weil dann wird man dick. Ja, wenn man das alles irgendwie on top isst. Also mit der Uhrzeit, das könnt ihr sowieso auch gleich vergessen. Nur weil der Körper kann nicht unterscheiden, ob er das jetzt um 12 Uhr Mittag gegessen hat, von der Energie her, oder ob er das um 18 Uhr isst. Da geht es rein darum, nicht zu spät vielleicht üppig zu essen, weil es deinen Schlaf beeinträchtigt oder deinen Schlaf oder oder es kann vielleicht dein Unwohlsein hervorrufen, aber allein die Energiebilanz wird dadurch nicht beeinflusst durch die Uhrzeit. Also das bitte gleich mal aus eurem Kopf streichen. Und ja, das ist das, was ich eigentlich noch sagen wollte. Das heißt, es liegt nicht an dem Lebensmittel per se, wo immer alle sagen, na, ich darf keine Schokolade essen, weil da wird man dick. Nein, es liegt einfach daran, ob ihr in eurem Bedarf seid einfach. Und ich esse ja intuitiv, ich zähle keine Kalorien, überhaupt nichts. Und ich habe halt mittlerweile schon so ein Gefühl für meinen Körper entwickelt, dass ich genau weiß, okay, wenn so bis dahin, das ist so mein Wohlfühlding und da halte ich mein Gewicht. Wenn ich jetzt mehr essen würde und mir mal mehrere Tage was gönnen würde, extrem viel, dann weiß ich, würde ich auch mal was zunehmen. Aber automatisch gibt es noch wieder Tage, wo man vielleicht ein bisschen weniger isst. Also bei mir gleicht sich das halt irgendwie immer aus, beziehungsweise ja, habe ich das einfach im Gespür, intuitiv zu essen. Aber das ist halt auch irgendwie ein Learning, da muss man seinen Körper sehr gut kennen und beziehungsweise kennenlernen. Und auch Vertrauen haben, dass einem der Körper schon sagt, was er will. Und durch Krafttraining und allgemein viel Bewegung, viele Steps, spazieren gehen, Cardio, ab und zu laufen, Gruppentrainings, Yoga, Pilates, keine Ahnung, was euch Spaß macht. So schwer ist es eigentlich nicht. Aber ja, ich rede mich vielleicht auch leicht, weil ich es fördert wahrscheinlich einfach raus habe und weil es mir halt leicht fällt, weil ich mich gern gesund ernähre, weil ich gerne Sport mache, weil ich mich gern viel bewege, weil ich allgemein ein aktiver Mensch bin und unausgeglichen bin, wenn ich zum Beispiel meine 10.000 Steps am Tag nicht habe, weil die mache ich irgendwie automatisch, weil ich ja, mich einfach danach fühle, mal zu Fuß zu gehen oder eine Straßenbahnstation eher auszusteigen oder wie gesagt, ich bin heute zum Beispiel ins Office spaziert, auch wieder zurückspaziert, zum Einkaufen spaziert, zurückgeschleppt, also ja, dann auch mit den Öffis gefahren, dann legt man auch viel mehr Schritte zurück, automatisch und unbewusst. Also, ja. Genau. Falls ihr aber Fragen noch irgendwie dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt auch keine Ernährungsexpertin. Ich sage euch immer nur meine Meinung und ich sage euch auch nur immer, wie es für mich funktioniert und was ich denke. Will da gar nicht irgendwie zu krass in eine Richtung gehen. Kann ich auch gar nicht, sondern ja, sprecht da einfach von mir, das will ich euch nur mitteilen. Wenn es für wen anders funktioniert, ist auch völlig okay. Aber, genau. Ich werde das jetzt mal verräumen und dann mache ich mich eh auch gleich ans Kochen. Mal schauen, was es heute gibt. Noch gar nicht überlegt. War jetzt so beschäftigt mit dem Vlog. Und ja, ich würde dann auch sagen, dass ich den Vlog erstmal hier beende. Das war so unser Montag, also mit dem Gerede. Das war so mein Montag. Jetzt kommt dann mein Freund nach Hause. Sein Bruder kommt auch heute noch, weil er die Dateien von dem Vlog braucht, damit er sie schneiden kann. Und ja, dann hoffe ich, kommt der Vlog in ein paar Tagen online, beziehungsweise vielleicht auch schon morgen. Also morgen, ja. Es macht eh keinen Sinn, hier auf YouTube irgendwelche Tage zu nennen, weil das eh immer alles verzögert kommt. Whatever. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ich zeige euch so vielleicht noch ein paar Impressionen und wir lassen dann den Tag ausklingen, aber ich möchte dann auch nicht mehr so in die Kamera reden, sondern den Vlog jetzt auch erstmal hier
quasi beenden. Vielleicht kommen noch ein paar Szenen von unserem Abendessen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren ziemlich spontane Sachen dabei. Und einfach mein Alltag. Mein Montag ist jetzt auch noch nicht dabei. Ich muss jetzt noch ein, oder darf jetzt noch ein Reel schneiden. Muss noch eine Kurzfreigabe senden und eine Kooperation posten auf Instagram. Also ja, selbst nach einem langen Arbeitstag ist bei mir dann oft auch noch am Abend viel. Vor allem, wenn ich dann sowas mache wie Content filmen, weil es extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber mir macht es extrem viel Spaß. Und ich bekomme auch einfach so liebe Rückmeldungen von euch und die lieben Kommentare. Und das gibt mir einfach so viel, dass ich das weitermachen möchte, weil ich auch, ja, irgendwie so eine kleine Community jetzt bald hier schon auf YouTube habe. Und das freut mich total. Ja, ich mache mich jetzt ans Räumen und bis zum nächsten Vlog. Ciao! Hat es geschmeckt? Sehr gut. Alles weg.